Man hatte der Mannschaft durch Massenmedien und Trainer eingebläut, dass dies eine Begegnung von vorentscheidender Bedeutung für den Abstieg sei. Und das richtete allerhand an. Man wirkte verkrampft, man traf den Ball nicht, man überließ ihn oft lächerlich einfach im Zweikampf dem Gegner. Und Fortuna Düsseldorf gelang es, die Münchner Mannschaft nahezu zu deklassieren. Das 1:0, ein wenig unglücklich für die Münchner, durch Theis erzielt, tat ein Übriges, um die Platzherren ganz und gar aus dem Konzept zu bringen, falls sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch eines gehabt haben sollten. Und es gab weitere Torgelegenheiten. Die Münchner wurden zum Teil fast anfängerhaft ausgespielt und die 12.000 Zuschauer sahen es mit Entsetzen. Auf der Gegenseite nur einige sehr harmlose Vorstöße. Die Düsseldorfer Hintermannschaft mit Abwehrregisseur Zewe, mit dem ewig jungen Köhnen, leistete ganze Arbeit. Und diesen Eckball zeigen wir Ihnen nicht etwa, weil hier eine große Gefahr durch den 60er-Sturm entstanden wäre, sondern weil er eine Szene nach sich zog, die ein wenig typisch war für den Verlauf der ersten 45 Minuten im Olympiastadion. Allzu überheblich schoben sich die Düsseldorfer den Ball zu, bis dann schließlich Weikl, der Verteidiger, mit einer gefährlichen Rückgabe seinen Torhüter Daniel mehr prüfte, als dies die 60er Stürmer zu diesem Zeitpunkt zu tun vermochten. Dann kam die 15. Spielminute. Nach dem Abschlag von Daniel, mustergültiges Zuspiel von Zewe auf Nationalspieler Klaus Allofs. Der war frei und war so frei, dass er Torhüter Zander keine Gelegenheit zur Abwehr ließ. 2:0, die zweite kalte Dusche bei diesem Regenwetter, und die 60er waren restlos aus dem Leim gegangen. Das zeigte sich dann bei einer solchen Szene, als Mittelstürmer Nastase den Ball so lächerlich leicht an Daniel zurückspielte, als ob er ein Abwehrspieler gewesen sei. Und das Unheil nahm seinen Lauf. Die Düsseldorfer, längst die Mannschaft, die psychologisch klar überlegen war, bekam hier in dieser Szene einen Freistoß zugesprochen. Ein wenig abgefälscht der Schuss von Klaus Allofs, und das 3:0 war perfekt. In einer halben Stunde die Niederlage der 60er so gut wie besiegelt. Torhüter Thomas Zander haderte mit seinen Vorderleuten. Zwei Szenen vor der Pause, die zeigten, dass Torhüter Daniel bei der Fortuna durchaus nicht die beste Form mit nach München an die Isar gebracht hatte. Auch bei diesem Flankenball von Sensen zeigt er Unsicherheiten. Aber was tat schon, so dachte man auf den Rängen bei einem Stande von 3:0 für Düsseldorf, und die 60er wurden kräftig ausgepfiffen. Nach Seitenwechsel Raubold für Nastase. Man hätte die ganze Mannschaft austauschen sollen, sagte ein Zuschauer. Und manchmal hatte man den Eindruck, als hätte dies Trainer Rühl getan. Der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Völler. Nun witterte man Morgenluft in den Reihen der Münchner und auf den Rängen. Düsseldorf plötzlich Völler, völlig außer Rand und Band. Und die 60er zauberten über den Flügel im Mittelfeld. Sie spielten alles das gut, was sie vorher nicht gekonnt hatten. Und das Lohn war das 2:3 durch Wohlers, den Kapitän. Nun hatten die Düsseldorfer mit ihren Nerven zu kämpfen und nicht minder als zuvor die 60er. Ein sicherer Sieg, ein sicher scheinender Sieg, geriet in Gefahr. Grünter, weite Vorlage. Ein ganz entscheidender Fehler von Daniel, dessen Unsicherheit ja vor der Pause auch schon aufgefallen war. 3:3 durch Völler. Wer hätte das gedacht? Und die 60er zeigten eine zweite Halbzeit von jenem Format, das ihnen früher schon so viel Sympathien beim Publikum eingebracht hatte. Sie kämpften wie die Löwen, taten ihrem Namen, ihrem Beinamen alle Ehre, brachten die Düsseldorfer restlos aus dem Konzept und raubten ihnen mit diesem 4:3 durch Völler die beiden Punkte, die schon so sicher bei der Fortuna waren. Ein kleines Fußballwunder war in München geschehen.